Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil Let's Play Path of Exile. So, es geht direkt weiter. In den Mud Flats hatten wir aufgehört zuletzt. Und dann wollen wir unseren Weg fortsetzen. Hier werden wir jetzt gleich auf ziemlich hinterlistige Gegner stoßen. Und zwar Roas. Die sind extrem gefährlich, die Jungs. Die haben so einen Sturmangriff und na, sind es auch schon. Ja, einen Sturmangriff gesehen. Oh, erstaunlicherweise habe ich den ganz gut weggesteckt. Na gut, kein Wunder, dass die böse sind. Wir müssen jetzt an die Nester von denen. Da sind so Glyphen drin. Insgesamt gibt es da drei Stück von. Und am leichtesten findet ihr die, wenn ihr einfach immer diesen, wenn ihr mal oben in die Minimap guckt, da seht ihr diese angedeuteten Flüsse. Und wenn ihr diesen Wegen folgt, dann kommt ihr am schnellsten Weg zu den insgesamt drei Nestern und ich glaube auch zum Ausgang. Da weiß ich aber nicht genau, ob der auch dann mit dem Fluss verbunden ist. Können wir mal sehen. Double Strike ist aufgelevelt. Damit der auch. Ihr könnt euch auch entschließen, die Edelsteine nicht aufzuwerten, also nicht den Level-Up anzunehmen. Ihr habt ja gesehen, dann müsst ihr sonst noch das Plus da oben drücken. Es gibt verschiedene Gründe, warum man das nicht machen braucht oder sollte. Weil bei manchen Fähigkeiten zum Beispiel eigentlich im Grunde, die für uns gar nicht besser wird, die kostet dann nur noch Mana. Also grundsätzlich wird jeder Spruch irgendwie schon besser, aber vielleicht ist es ja irgendwas, was besser wird, was wir gar nicht brauchen. Aber den Spruch mit irgendeinem anderen Zweck benutzen als den eigentlich vorhergesehenen. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber gibt es durchaus immer wieder diese Entscheidungen, die Edelsteine vielleicht gar nicht hoch zu leveln, sondern zu lassen auf dem niedrigen. Da ist das letzte Nest. Ich treffe ihn das zu sehr. Jetzt wäre ein Flächenangriff gar nicht schlecht hier. Aber das macht, glaube ich, alles jetzt da bin ich auch so durch. Immer schön dran denken, Heiltränke zwischendurch einzuschmeißen. Couldn't ask for a better training ground than Rake last. Zumindest haben wir jetzt mal noch ein Level abbekommen. Ja, ich glaube, das waren sie alle drei. Eins, zwei, drei, da. Also, alle drei Glyphen eingesammelt, dann kannst du jetzt zum Ausgang gehen. Hier geht auch noch, das war eventuell das rote Tor, was ihr da oben gesehen habt auf der Minimap, falls ihr da im richtigen Moment hingeschaut habt. Das wollen wir auf der Karte zeigen. Hier oben, da geht's noch in kleinen Nebenschauplatz, da gibt es auch so eine Quest. Das ist, glaube ich, die man im Moment von mir noch offen sieht, hier unten. Weil da leuchtet noch so ein Ausrufungszeichen. Jetzt ist das, was ich gerade mache hier. Das wäre hier oben. Dieser Punkt. Da gibt es aber im Moment keine wirklich sinnvolle Questbelohnung für uns. Da kriegt man zwei, darf man danach zwei Punkte neu verteilen im Skillbaum. Und das brauche ich jetzt gerade noch nicht. Quest werde ich vielleicht irgendwann mal nachholen. Aber ich lasse sie auch deswegen aus, weil die nicht ganz einfach. Jetzt habe ich mich ausgetrickst. Ich bin nach der Karte gelaufen, eigentlich jetzt die ganze Zeit, und die war ja gar nicht auf mich zentriert. Das war etwas ungeschickt. Also in dem Gebiet da, was ich jetzt auslasse, da gibt's, da kann ich mir zwei Refund Points besorgen, sprich Skillpunkte neu verteilen. Oh. Junge, der schmeckt mir nicht. Ich mach schnell weg. Die Gegner sind aber auch ziemlich hinterlistig da und das muss ich mir jetzt nicht antun. Hier geht's nämlich mit dem eigentlichen Weg weiter. Da packen wir jetzt die drei Lüfen rein und dann wird hier sinkt das Wasser ab und wir können in Lower Submerge Passage gehen. Ja. Wo es die Lower Submerge Passage gibt, wird es gleich auch die Upper Submerge Passage geben.
Da wollen wir als nächstes hin. Derweil vergebe ich mal schnell meinen Skillpunkt. Wenn ich jetzt hier den Wegpunkt gefunden habe, gehe ich auch nochmal zurück in die Stadt. Dann kriege ich nämlich auch noch eine neue Fähigkeit. Dafür, dass ich hier diese Wand bzw. den Wasserstand abgesenkt habe. Ich wäre ja ganz schwer dafür, dass ich so langsam mal einen roten Sockel finde mit einer guten Gegenstand. Apropos guter Gegenstand. Der Orb of Alchemy, der ist ganz praktisch für mich. Den werde ich euch gleich mal kurz eben präsentieren, was der kann. Erstmal besorgen, dass hier keine Gegner rumlaufen. My spirit is spent. So. Habe ich auch nicht kurz Ruhe. Hier ist also der Orb of Alchemy. Upgrades a normal item to a rare item. Ich überlege gerade, habe ich überhaupt irgendein seltenes im Moment? Ne, bisher nicht. Die sind gelb, die Rare Items. Die können natürlich mehr, also wie in jedem eigentlich, in jedem Action-Rollenspiel, können die einfach mehr verschiedene Attribute oder beziehungsweise Fertigkeiten haben. Hier sehen wir, blaue können bis zu 2 haben. Plus 10 Geschicklichkeit, plus 6 Rüstungsklasse. Möglich sind aber auf gelben Gegenständen, also auf seltenen Gegenständen, bis zu 6 Punkte, die hier aufgelistet sein können. Ja, demnach können die Gegenstände natürlich theoretisch deutlich besser sein. Und mit dem kann ich halt aus einem weißen so ein seltenes Item machen. Mal gucken, das werde ich bestimmt irgendwann auch noch tun. Aber jetzt gerade fühle ich mich noch eigentlich stark genug. Da mache ich einfach erstmal so weiter. Aber so ein Orb of Alchemy zu finden ist schon ganz nett. Und das ist auch typischerweise eine gern genommene Währung. Also mit dem kann man eventuell auch schon mal dann was tauschen. Kann man sich immer drüber freuen, wenn man die findet. Ah, da ist der Wegpunkt. Und da oben rechts auf der Minimap wieder sehen. Dieses blaue Gebilde da, das ist der Wegpunkt. Ja, Profis würden das jetzt fast ein bisschen unprofessionell nennen, was ich hier mache. Dass ich immer auch die Gegner, die einzeln rumlaufen, dass ich mich dann lange mit aufhalte und die auch wirklich töte. Aber das ist ein sicherer Weg, um eigentlich mit diesen Synchronisationsproblemen... Achso, Moment. You open the tidal passage and live to tell the tale. Forgive me if I don't seem over the moon about it. I was running down a wounded Roa one night's eve, when I glimpsed something in the watery cave, behind the mists of the falls. Looked a bit like one of those sand spitters, but the size of a bloody ox. I reckon it'll be nesting down in the flooded depths somewhere, below that submerged tunnel. If you're going that way then, do us a favor. Take this and go spill the old shield crab's guts. Bevor es gets hungry and comes looking for us. Ich wollte ja nicht in die Texte reinquatschen. Gucken wir mal, was wir hier gerade haben. Sweep hatte ich mir schon genommen. Den brauche ich nichts weiter, dann kann ich mir jetzt hier mal meinen Heavy Strike besorgen. Animals don't seem to rise up after death the same as people do here. So if they aren't raising themselves. What's doing it for them? The answer's in that fetid pool near the mudflats. I know the place stinks to high heaven, but so does the idea of a flock of overactive bird carcasses hungry for a bit of living meat. Clear the place out, and deal to whatever's raising those birds, and we'd be in your debt. Okay, das war jetzt auch der Auftrag. Sehen wir mal, wir haben auch so einen gelben Weg, der uns immer uns im Kreis hier, der uns anzeigt, wo wir die Quest jeweils erledigen können. Wie gesagt, die lasse ich jetzt erstmal aus. Die werde ich aber erfüllen, die Quest. Da kriege ich nämlich einen Skillpunkt und den würde ich gerne mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal kurz identifizieren und verkaufen, was ich nicht mehr brauche. Damit mein Inventar wieder frei ist. Vielleicht habe ich auch irgendwie noch ein nettes Upgrade dabei. Das ist zumindest ein Upgrade. Den behalten wir mal. Ne, den machen wir nicht.
hier was? Plus 4, minus 18. Keine weiteren Upgrades für uns dabei. Können wir also alles verkaufen. Am Anfang ist es definitiv so, dass man noch unheimlich häufig in die in der Situation ist, dass man nicht genug Scrolls of Wisdom oder Portal Scrolls hat. Das wird sich im späteren Verlauf aber geben. Da haben wir davon mehr als genug. Ja, die Mana-Flasche hebe ich mir auf. Vielleicht brauche ich die nochmal irgendwann. Glaube ich aber eher nicht. Dann kann es jetzt aber weitergehen. So. Die Flooded Depths. Da wollen wir jetzt hin. Ist auch so ein Nebenschauplatz. Den könnte man jetzt auch erstmal überspringen. Aber ich traue mir das gerade durchaus zu. Ich glaube, so schwierig ist das hier nicht. Und den Skillpunkt, den kann ich gut gebrauchen. Ja, ich schiel immer so mit einem Auge auf den Boden, in der Hoffnung, dass da jetzt mal irgendwie irgendwas mit einem roten Sockel, da bleibt zum Beispiel was mit einem roten Sockel liegen. Ob das ob man das irgendwie gebrauchen kann an sich, oder ob ich da was deutlich Besseres schon ausgerüstet habe, ansonsten hätte ich nämlich gerne einen roten Sockel. Ja, tun sich beide nicht so wahnsinnig viel, aber dafür habe ich jetzt einen roten Sockel. Und dann wechsle ich mal vom Double Strike auf Sweep. Damit jetzt meinen ersten Flächenangriff. Und ich glaube, der wird ganz gut sein. Sag ich den mal. Und ich finde den Angriff extrem gut. Den kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich benutze ihn unheimlich gerne. Und gerade hier in den Bereichen, wo ich im Moment bin, ist er wirklich sehr effektiv. Kann man jetzt mal sehen. Das ist nämlich schon gleich viel eleganter. Warum wir nicht alle einzeln aus dem Weg räumen müssen, sondern direkt scharenweise sie ins Gras beißen. Im Grunde habe ich jetzt eigentlich schon mal so eine erste kleine Klippe genommen. Ich habe jetzt einen guten Flächenangriff und einen guten, einen guten Single-Target-Angriff. Gegen einzelne Ziele meinen Double-Strike und Sweep gegen die Gegnermassen. Damit kommt man eigentlich schon auf jeden Fall durch den ersten Akt. So, da ist der Gegner. Hier sehen wir auch schon, warum Double Strike wirklich so extrem gut ist, weil der einfach brutal schnell angreift. Oh, und jetzt können wir richtig Glück haben. Muss ich mal direkt gucken. Hier haben wir unseren ersten seltenen Gegenstand gefunden. Ausgerechnet auch noch ein Tribal Maul. Oder Maul. Den wollte ich sowieso haben. Das ist nämlich zwar so ziemlich die langsamste Waffe im Spiel, aber auch eine der am Anfang stärksten, also generell diese Waffenklasse. Wir werden also im Laufe unserer Levelreise immer wieder neue Gegenstände einsammeln. Und in diese Optik hier, das sind so Waffen, die wir auch im späteren Verlauf immer gerne haben wollen. Ich weiß gar nicht, wie die im weiteren Verlauf einmal jeweils heißen, aber das ist immer die Variante brutaler Schaden, aber relativ langsam. Ich hoffe aber, dass ich den so beschleunigen kann, dass er trotzdem eine brauchbare Angriffsgeschwindigkeit hat. Und dann werde ich damit schon ganz gut zurechtkommen, denke ich mal. Wir sehen hier zum Beispiel 13 bis 22 Schaden macht diese Axt und greift 1,15 Mal in der Sekunde an. Das Ding greift an sich, hier sehen wir mal, 0,95 Mal an. Der hat aber auch noch erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, also greift er insgesamt 1,01 Mal pro Sekunde an. Und macht einen Schaden von 23 bis 35.
gegen 13 bis 22. Das heißt, wir verdoppeln unseren Schaden nahezu. Das wäre schon sehr gut. Ich brauche aber erstmal Level 8, um den benutzen zu können. Ich bin aber erst, ruhig ich gleich nach. Weitere Lebenspunkte nehmen. Ich bin aber erst Level 6, das heißt, zwei Level brauche ich noch mindestens. Und eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ich im Moment noch keine, keinen Gegenstand habe, der mir irgendwie mehr Stärke gibt. Und hier seht ihr die Stärkeanforderung, 35 Str, 35 Stärke, die erfülle ich auch noch nicht. Stärke, jetzt zeige ich nochmal den Baum. Das hier sind zum Beispiel Punkte, die einfach unsere Stärke erhöhen. Gerade mal. Ach, der erfüllt unsere Stärke, das ist gut. Ja, vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn ich noch eine Kleinigkeit finde, einen Gegenstand, wo nochmal so plus 5 Stärke drauf ist, dann kann ich, wenn ich Level 8 bin, wirklich schon diesen Hammer tragen. Das wäre ziemlich gut. Jetzt wieder zurück in die Stadt. Den Hammer behalten wir auf jeden Fall, den können wir verkaufen. Medium Life Flask nehmen wir natürlich. Die ist besser als die, die wir jetzt gerade ausgerüstet haben, also nehmen wir die. Den Sprite packe ich mal zur Seite erstmal. Das kommt weg, das kommt weg. Die behalte ich nochmal. What little help I can offer is yours. You managed to kill a granddaddy crab. Pity you couldn't lug it out of the caves for us. Could have made quite the chowder out of it. Ah, no matter. We've got one less reason to fear the dark, and I've got one more thing to thank you for. So, dieses Buch hier, wenn wir da draufklicken, mit der rechten Maustaste, dann kriegen wir einen Skillpunkt. Den verteilen wir natürlich auch sofort. Haben jetzt unseren ersten richtig guten Punkt. Den Baum erreicht. Master of the Arena. 5% mehr Nahkampfschaden, 2% mehr Waffenreichweite. Das wird gerade unseren Sweep-Angriff nochmal deutlich besser machen. Und 20% Stärke, wobei Stärke an sich Lebenspunkte erhöht und auch unseren Schaden. Also ein wirklich sehr, sehr guter Punkt, der sich eigentlich bei so ziemlich jedem Nahkämpfer lohnt. Das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum wir meistens, warum man meistens mit jedem Nahkämpfer zumindest gerne in den Duellisten-Teil des Baumes rein möchte. Das geht leider nicht immer, weil man ja doch nur begrenzt Punkte zur Verfügung hat. Also mal gucken, hier geht es dann wieder weiter. Das war nur so ein Nebenschauplatz, den wir gerade besucht haben. Krabbendinger hier, die nerven tierisch, wie ich finde. Ja, dass wir den Hammer gerade bekommen haben, das freut mich schon mal so insgeheim. Das ist so eine Waffe, von der ich mir gut vorstellen kann, dass wir die zumindest eine ganze Weile benutzen werden. Es sei denn, wir haben natürlich Glück und finden direkt noch was Besseres. Da wage ich gar nicht drauf, das wage ich gar nicht zu hoffen. So, hier geht's in den oberen Teil. Und da wollen wir doch mal sehen. Hier werde ich auch mal so ein ganz klein bisschen nervös, weil hier sehen wir sie schon. Merville's Daughter. Merville ist übrigens der Endgegner des ersten Aktes. Und diese komischen Viecher da, die beschwören die anderen blauen Oktopus-ähnlichen Dinger. Und vor allen Dingen haben die so einen ganz fiesen Eisangriff, den ich überhaupt nicht mag. Da sehen wir nämlich auch schon. Abgesehen davon, dass er nämlich auch ganz viel Schaden austeilen kann, macht er mich vor allen Dingen langsamer. Und langsam werden ist nie gut. Ich will mich mal
Jetzt geht er weiter nicht hin. Na gut. Dann halt nicht. So, ein paar Champions dabei. Von den Blauen. Hatten wir. Ja, ich glaube, ich mache doch ganz ordentlich Schaden mittlerweile. Mache ich denn 28, 6, 16, 5, 42, 6. Das sieht doch alles sehr schön aus. Unbedingt aufpassen, nicht zu oft und nicht zu schlimm eingekreist zu werden. Ich könnte euch derweil noch mal ein bisschen was zu den Tränken erzählen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wie ihr hier schon gesehen habt die ganze Zeit über, verbrauche ich meine Heiltränke nicht, sondern die werden nur leer. Füllen sich dann im Laufe der Zeit wieder auf, aber nicht durch reines Vergehen der Zeit, sondern nur dadurch, dass ich Monster töte. Das heißt, in der Ecke stehen bleiben und warten ist nicht. Wir müssen halt gucken, dass wir dann aktiv dabei bleiben und Gegner töten. Und da die sich auch immer so stückchenweise auffüllen, ist das recht wichtig, dass man seine Tränke wirklich gleichmäßig benutzt. Also ich habe jetzt hier drei Heiltränke ausgesucht oder ausgerüstet. Und ich benutze die auch immer so abwechselnd durch. Ich habe die Finger halt immer auf ASD liegen unter anderem. Und guck immer, dass wenn ich Tränke auslöse, ich entweder direkt, also am besten direkt mehrere auslöse und dann meistens immer so im Wechsel direkt ASD, ASD, ASD. Damit ich halt nicht einen Trank leer habe und die anderen voll und dann verliere ich halt einfach ein bisschen Effektivität dabei. Weil natürlich, wenn die alle gleichzeitig ein Stückchen wieder auffüllen, ist das effektiver, als wenn ich warten muss, bis ich erstmal eine wieder ganz voll habe. So habe ich eigentlich fast immer volle Tränke. Das ist natürlich wünschenswert. So, hier haben wir ein ganz spannendes Gebiet. The Ledge. Und das ist ein ganz beliebter Levelpunkt. Weil hier kann man im Grunde sich nicht verlaufen und hat so einen wunderschönen Weg, immer einfach gerade so eine... So einen schmalen, geraden Weg immer von vom Anfang bis zum Ende durch. Da kann man halt immer mit diesem Trick, dass man, das heißt Trick, mit der Möglichkeit, die Instanzen jedes Mal neu zu starten, können wir da halt immer schön hin und her laufen und erstmal ein bisschen hochleveln. Ich guck mal gerade, wie exzessiv ich das jetzt betreiben möchte. Ja, jetzt könnt ihr mal abschätzen, wie lange ich ungefähr zwischen den beiden Videos Zeit gelassen habe, wenn hier der erste bei 65 angelangt ist. 65. Ich frage mich mal, haben die denn sonst nichts zu tun? Level 65, da bin ich mal irgendwann vielleicht, wenn ich gut bin, am Ende der Liga. Aber gut, die haben wahrscheinlich auch schon 20 Stunden mehr. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Patch schon so lange draußen ist, aber beziehungsweise die Liga schon so lange gestartet ist. Aber die haben wahrscheinlich seit Anbeginn der Liga bis jetzt durchgespielt, was dann in 5er, muss ich kurz rechnen. In 6er Teams müssten es dann, glaube ich, sein. Ich glaube, 6 ist das Maximum, was man hier nicht haben kann. Also wenn man noch irgendwie so den Hauch eines normalen Lebens hat, dann kann man, glaube ich, vergessen, hier wirklich ganz vorne spielen zu wollen. Also zumindest bei so diesen etwas mittelfristigeren, so eine Woche oder so. Vielleicht bei 4 Monaten. Nee, selbst da. Das wird das Ganze nur noch viel schlimmer machen, glaube ich. Es gibt wirklich so ein paar Leute, die sind da ganz exzessiv bei solchen Spielen. Ich versuche immer so ein gutes Mittelmaß zu halten. Also ich habe schon gern so mein Stündchen auf 2, die ich am Tag dann so schon mal spiele, wenn ich dazu komme. Aber ich muss jetzt auch nicht 12 Stunden am Stück hier grinden. Da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Thank you.
Level abzuverteilen. Das muss ich vielleicht auch gleich mal machen. Aber das Spiel zieht mich auch gerade schon wieder so leicht in den Sog. Ich muss mich also wieder zusammenreißen und vielleicht auch zwischendurch nochmal ein bisschen was erzählen. Ich glaube, da kommt gerade. Aber gerade wenn man in diesen, Passagen ist, ich nehme ja erstmal die, Angriffsgeschwindigkeit mit. In diesen Passagen ist, wo man so quasi wirklich immer vom Gegner zu Gegner läuft und man immer quasi in die nächste Gruppe direkt reingezogen wird. Das packt mich dann immer so ein bisschen, dass ich dann völlig vergesse, was dabei zu sagen. Dann bin ich also völlig darauf fixiert, was als nächstes kommt. Und ich finde immer, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ein Spiel wirklich dann Spaß macht. Wenn man so richtig sich darin verlieren kann. Ja, noch ein weiterer Grund, warum hier gerne gelevelt wird, ist der, dass die Gegner nicht besonders schwierig sind. Also diese Bogenschützen, die können ein bisschen unangenehm werden, je nachdem wie gut die eigene Defensive schon ist. Also mit einem brauchbaren Rüstungswert, dann nehme ich als nächstes mal hier die Mana-Sachen mit. Mit einem ganz brauchbaren Rüstungswert und nicht allzu wenig Lebenspunkten sind die keine große Gefahr. Die Nahkämpfer sowieso nicht. Und dann kann man hier ganz entspannt eigentlich leveln. Das sollte man auch insofern tun, weil das nächste Gebiet deutlich schwieriger ist. Also da hat das Spiel doch so einen, wie ich finde, ziemlichen Schwierigkeitsgradsprung drin. Das heißt, ab der nächsten Instanz wird es dann deutlich fieser nochmal. Da zieht der Schwierigkeitsgrad an und da sollte man nicht unvorbereitet hingehen. Hier ist eine schöne Möglichkeit, nochmal ein bisschen vielleicht die Ausrüstung zu verbessern und den Level bisschen hochzuleveln. Ich guck gerade mal. Wir sehen also, wenn wir die Karte anmachen, sehen wir auch immer, welches Level das Gebiet jeweils hat. Das ist Level 7. Ich selber bin 8, das heißt, ich bin sogar schon ein bisschen über dem Level des Gebietes hier. Da sollte man, glaube ich, gerade bei der Hardcore-Liga jetzt hier ein bisschen drauf achten, dass man nicht unter den Level des Gebietes fällt. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass es schwierig werden könnte. Der Nachteil ist, dass die Erfahrungspunkte, die man bekommt, davon abhängt ein bisschen, wie der eigene Level im Vergleich zum Gebietslevel ist. Das heißt, wenn da zu große Differenzen zwischen sind, dann kriegen wir halt sehr wenig EP. Ich weiß auswendig gerade nicht genau, wie da so die Berechnungsformel ist. Die ist auch so ein bisschen... Da ist schon ein bisschen Mathematik hinter. Da kann man aber dann ganz genau berechnen, oder mit ganz genau berechnen vom Programm, wie viel Prozent der eigentlichen Erfahrungspunkte wir an der Stelle dann noch kriegen. Und ich meine, so plus minus 4 Level ist, glaube ich, so die Grenze. Danach wird der Verlust dann doch so eklatant, dass man es dann lieber sein lässt, dass man einfach Zeit verschwendet. So, hier sehen wir nochmal so einen Gegner hier, so ein großes Totem, was so Blitze schleudert. Das lässt man besser aus. Die Blitze sind nämlich nicht ohne. Und die haben auch noch den blöden Nebeneffekt, dass die, wenn die einen kritischen Treffer austeilen, dann wird man, fällt man in so einen Schockzustand. Und Schock ist ziemlich das Fieseste, was einem passieren kann. Das ist noch übler, als eingefroren zu sein, weil der Schock den Schaden deutlich erhöht. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass man, dass sie sich auch noch überlagern können. Das heißt, man kann mehrfach geschockt werden. Und dann wird der Schaden dann, weiß ich, nicht nur verdoppelt, sondern dann direkt verdoppelt, also vervierfacht und so Spielchen. Da ist man dann mal ganz schnell mit einem Treffer dann weg, wenn man so einen Schockstack, wie das dann in Fachkreisen heißt, wenn man den gesammelt hat, dann wird es sehr, sehr unangenehm. So. The Rocky Climbs. Hier wird es dann weitergehen. Ich glaube aber noch mindestens einmal hin und zurück, um noch ein paar EP zu sammeln. Wie gesagt, da ist es doch, da fühle ich mich doch deutlich sicherer, wenn ich erstmal ein bisschen Vorsprung habe hier mit meinem eigenen Level im Vergleich zum Gebietslevel. Deswegen aufpassen, dass man hier nicht von den Blitzen getroffen wird, wie gesagt. Das ist der einzige Punkt, wo man bei The Ledge hier ein bisschen aufpassen muss.
Der Vorteil ist aber, dass man die Blitze relativ früh sieht. Die sind mal so relativ früh geflogen und dann weiß man, dass hier dann das Totem ist. Das kann sich ja zum Glück auch nicht bewegen. Von dem großen Totem. Diese Aura da gerade, die verlangsamt uns übrigens. Ist ein bisschen nervig, aber nicht besonders schlimm. Ich wäre dafür, dass mal ein paar Gegenstände fallen. Also den einen oder anderen gelben Gegenstand, das wäre doch eine coole Sache. Auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich bin gerade schon wieder so ein bisschen im Trott, in dem man dann verfällt, wenn man dann so Richtung Endspiel kommt normalerweise, wo man einfach dann nur noch halt levelt eigentlich und dann immer so von einer Seite zur nächsten rennt und nur noch so auf gelbe Gegenstände schielt. Ich bin ja gerade noch im Grunde völlig ohne Ausrüstung, da sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf die blauen Sachen achten. Aber es ist halt irgendwie so ein Blick, der sich dann irgendwann zumindest bei mir einstellt, dass ich gar nicht mehr genau auf die Gegenstände gucke, sondern nur so ganz grob, welche Farbe die haben und vielleicht erkenne ich noch, wie viel Sockel die haben. Da sollte man übrigens ganz doll aufpassen im späteren Verlauf. Weil gerade so 5 und 6 Sockelgegenstände, die dann am besten auch noch versucht sind, das sind so ziemlich das Wichtigste oder Mächtigste, was man finden kann erstmal. Selbst wenn es nur ein weißer Gegenstand ist. Aber allein die Möglichkeit, die angestrebte Skill-Kombination komplett sockeln zu können, allein das ist schon unheimlich viel wert und wenn man erstmal so weit gekommen ist, dann spielt sich der Charakter meistens auch ganz anders, als er das am Anfang irgendwie, als das am Anfang irgendwie vom Gefühl her war. Liegt halt einfach daran, weil manche Kombinationen den Skill so extrem verändern, dass es wirklich sich anfühlt, als wäre es eine komplett andere Fähigkeit, die man da benutzt. Also da fällt mir zum Beispiel bei den Bogenfähigkeiten, da fehlen mir die Sachen Fork und Greater oder Lesser Multiple Projectiles ein. Oder vielleicht statt Fork sogar noch Chain. Das sind alles so Sachen, da schießen wir mehr Pfeile ab. Also mehr Projektile ganz allgemein. Das kann man nämlich auch mit Zaubern kombinieren. Und Fork, wenn man Fork damit benutzt, dann, wenn man einen Gegner trifft, dann teilt sich das Projektil in zwei andere Projektile, die dann hinter dem Gegner in zwei Richtungen wieder weiterfliegen. Das ist schon extrem gut. Und auf die Spitze treibt es dann der Chain, der nicht nur ein neues Projektil, da, also quasi das Projektil durchschlägt, sondern das sucht sich danach auch noch selbstständig ein neues Ziel, was es treffen kann. Und das Ganze dann insgesamt zweimal. Und wenn man dann auch noch mehr Projektile verschießt, dann hat man eine Fähigkeit, die normalerweise einen Pfeil auf einen Gegner geschossen hat, die danach 5 Pfeile schießt, die dann auch noch selbstständig danach hier sich jeweils noch 2 neue Ziele suchen, die dann natürlich dann auch gegenseitig wieder getroffen werden können. So dass man dann so einen Angriff bekommt. Jetzt habe ich vergessen. Eine neue Instanz aufzumachen. So dass man einen Angriff bekommt, der durch komplette Gegnerhorden durchschlägt und im Grunde alles vernichtet, was da irgendwie im Weg ist. Das sieht schon teilweise sehr spektakulär aus und ist auch unglaublich stark. Kann ich auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Auf jeden Fall eine sehr macht sehr viel Spaß, so einen Charakter zu spielen. Zumindest wenn man Fernkämpfer mag. Was ich durchaus tue. Also gerade Bogenschützen finde ich eigentlich immer ganz spannend. Aber hier geht's halt um einen Nahkämpfer. Das ist generell halt so bei dem Spiel. Ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, verschiedene Charaktere durchzuprobieren. Halt wirklich danach, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh ja, jetzt wird das Spiel langsam so ein bisschen langweilig, dann pausiert man einfach mit dem Charakter und fängt mal einen neuen an und macht mal was völlig anderes. Mal einen Zauberer, mal einen Fernkämpfer. Um dann auch jetzt schätzen zu wissen, was dann zum Beispiel hier so ein Nahkämpfer überhaupt auszeichnet und warum das durchaus auch Spaß macht.
Dead. Der ist ganz nett, den brauche ich für eventuell für meinen Zweitcharakter, mit dem ich mir noch ein paar Gegenstände holen, die Gegenstände, Edelsteine holen will. Da habe ich noch so einen anderen, so eine andere Charakterskizze im Hinterkopf, die ist allerdings nicht von mir, die habe ich geklaut sozusagen. Aber das sieht auch sehr, sehr lustig aus und ich kann mir vorstellen, wenn ich dann den Charakter, den ich jetzt zumindest schon mal angefangen habe, um so zeitgleich, während ich hier die Videos konvertiere und hochlade, dann kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen, dann habe ich aber zumindest ein bisschen was schon mal zu tun. Und ich habe also schon mal angefangen, den Unterstützungscharakter quasi hochzuspielen. Und der kann diesen Edelstein noch ganz gut gebrauchen. My spirit is spent. Also freut mich das auch gerade. Und ich wollte auch eigentlich mal gucken, ob ich nicht mittlerweile... Ja. Ach. Hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Mal nachgucken. Aber gut, ich habe ja jetzt auch so die Gegner relativ schnell besiegt bekommen. Das sind natürlich auch so Sachen, die kosten nämlich Zeit, wenn man eine viel bessere Waffe ausrüsten kann, das aber nicht tut, dann hätte man natürlich in derselben Zeit viel schneller leveln können. Also auch nicht so besonders effektiv. Ich gucke jetzt gerade nochmal, wie sich die Waffe verhält. Wenn wir in eine größere Gruppe brennen. Einen Edelstein, und zwar nicht irgendeinen, sondern einen Superior. Auch eine Sache, die ich bisher noch nicht hatte. Aber da sage ich euch jetzt nichts mehr zu, sondern im nächsten Video. Ich renne wieder schnell zurück zum Wegpunkt. Ich wollte die Videos ungerne mitten im Spiel beenden. Ich möchte mal gerne zurück zumindest in eine Stadt, gehen. Das mache ich jetzt mal. Ja, dann haben wir schon wieder ein Video geschafft. Ihr seht also, unser Weg wird ein wenig länger dauern. Aber ich hoffe, ihr wollt ihn mit mir weiterhin verfolgen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.